Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Noble Horse Champion auf horsesgame.com. Und als allererstes möchte ich die neuen Abonnenten auf meinem Kanal ganz besonders begrüßen. Schön, dass ihr jetzt auch mit dabei seid. Fühlt euch wohl, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Kritik habt oder auch Lob, dürft ihr das gerne unten in den Kommentaren loswerden. Ich freue mich da immer sehr drüber. Ja, ihr wisst wahrscheinlich auch schon, dass es hier ein Potpourri an Spielen gibt bei mir. Ich bin sehr vielseitig, was das angeht, aber schon recht pferdelastig mit Noble Horse Champion, Horse Reality und ab und an auch ein bisschen Star Stable, wobei ich da jetzt beim neuen Update auch ein bisschen ernstere Worte sprechen werde. Da könnt ihr euch auch wirklich sicher sein, weil mir das so ein bisschen um Keks geht da, aber das dann zu dem Zeitpunkt. Ja, ich habe jetzt Level 8 erreicht. Habe ich gestern einmal gespielt und direkt Level 8 bekommen. Und habe da auch 8000 Coins bekommen. Fand ich ganz cool. Oder 8000 Credits, so heißen die ja. Habe mich da riesig drüber gefreut. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass die Preise auf dem Markt jetzt so explodieren. Ne? Kaum, dass die Fohlen da sind, kosten die Pferde unglaublich viel Geld. Wir können mal auf den Pferdehandel gehen. Naja, 9000 geht noch, aber dann geht's halt hoch. Ne? 15.000, 18.000, 35.000, 30.000, 38.000, 70.000. Entschuldigung, warum muss dann ein Pixelpferd 70.000 Credits kosten? Ich habe es jetzt nicht näher rangeholt, und weil, ja, ich möchte mir das gar nicht erst ansehen, weil ich einfach das ein bisschen arg übertrieben finde. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht niesen. Meine Nase kribbelt. Ne, geht. Okay. Ja, wir können gern mal jetzt eben bei meinen Pferden so ein bisschen schauen. Ich habe ja das Bild ein bisschen vergrößert, dass man halt eben die Stuten mit den Fohlen ein bisschen besser erkennen kann. Hier haben wir die Windprinzessin mit dem Shadow. Windprinzessin ist schon wieder gedeckt worden und da habe ich den Pellegrino ausgewählt. Das hier ist der gute Pellegrino und charakterlich war er, glaube ich, das, warum ich ihn genommen habe. Bin sehr gespannt, was dann da für ein Fohlen dabei rumkommen wird, ob das auch schwarz sein wird. Eigentlich wurde ja gesagt, die sollen sich alle sehr, sehr ähnlich sein. Aber ich habe schon sehr viele Unterschiede auch gesehen. Auch von den Mähnenfarben her. Also es gibt da wirklich Unterschiede. Ja, den Legolas, den kennt ihr. Da ist hier die Ginny mit diesem unglaublich süßen Fohlen. Ich bin so verliebt in mein Rumpelstilzchen. Das ist so süß. Mein Mann hat ja den Namen verpasst. Aber ich finde es einfach niedlich. Ja, hat so ein lustiges Köpfchen irgendwie. Ja. Ginny habe ich auch wieder verpaart mit Black Shadow. Auch Black Shadow können wir uns mal angucken. Das wird der Papa von dem neuen Fohlen. Interessante Fellfärbung. Da bin ich dann auch mal gespannt, was da dann so bei rumkommt. Ja, die Layla, die hat natürlich zwischenzeitlich auch ihr Fohlen bekommen. Sieht natürlich dem Shadow ziemlich ähnlich, hat aber die Blässe noch mal etwas größer und auch die Fußabzeichen sind noch mal ein bisschen anders. Ne? Also im Vergleich, hier hinten ist noch mal die Fessel ein bisschen weiß. Also da, ja. Na, das ist Leonardo. Ich kann mir mal so schlecht die Namen merken. Ne? Aber der hat eben auch einen Namen gekriegt. Ich habe leider, muss ich sagen, alles nur Hengste bekommen. Ich hoffe, beim nächsten Mal kriege ich auch mal ein paar Stuten. Die habe ich, soweit ich weiß, habe ich sie nicht auch verpaart? Genau. Mit Fly High. Fly High ist ein ganz, ganz toller Hengst, eine tolle Färbung.
Und da bin ich auch mal gespannt, ob das was wird, weil Fly Higher nun sehr, sehr hell ist und Layla ja nun mal ein Dunkelfuchs ist. Schauen wir mal. Ja, Monty, den schicke ich auch regelmäßig halt eben auf die Deckstation. Und auch meinen neuen Zugang, den Samuel. Den fand ich ganz toll, als ich den gesehen habe. Und der war eben auch noch bezahlbar. Und da habe ich gedacht, ach komm, der muss einfach noch mit rein. Ihr wisst, Füchse, da habe ich mein Herz dran verloren irgendwie. Ja. Aber gut. Jetzt sind erstmal die drei Boxen hier leer. Da kommen dann die Fohlen rein, wenn sie von der Mutter entwöhnt sind. Und selbstverständlich werde ich noch Boxen dazu kaufen, denn ich muss ja auch wieder Platz haben für die neuen Fohlen. Hab natürlich direkt die Muttis hier wieder, die ganzen Stuten, ja, halt eben verpaaren lassen, damit ich halt eben noch in den Genuss komme, ja, das Event ausnutzen zu können. Bis zum 9.8. ist ja noch das Event, das heißt, wir haben noch ganze 3 Tage, noch nicht einmal mehr. Dann dauert die Trächtigkeit ja nicht mehr nur 6 Tage, sondern halt eben dann 11. Ist auch in Ordnung, um Gottes Willen. Es ist so ein bisschen realistischer halt eben gemacht. Jetzt zum Event habe ich gedacht, ach komm, nutzt man das Ganze mal aus. Ich weiß noch nicht, ob ich alle Fohlen behalten werde. Das von Ginny auf jeden Fall. Weil ich den Kleinen hier echt süß finde, mein Rumpelstilzchen. Und bei Shadow und Leonardo? Ja, genau. So viele Namen, ne? Ich meine, ich spiele ja auch Horse Reality und da sind auch noch so viele Namen. Da ist es ein bisschen schwieriger. Also die beiden kann sein, dass ich mich von beiden trenne. Oder vielleicht einen behalte und das wird dann aber wahrscheinlich derjenige sein, der ein bisschen besser im Charakter ist und generell in den Werten. Da muss ich mal schauen. Ja. Wenn ihr euch fragt, wie hat die das geschafft mit Level 8? Ganz einfach, indem ich fleißig immer bei den Jobs bin und auch das noch nicht mal so fleißig. Ja, das heißt, ja, ich muss mal wieder hier ein bisschen kleiner machen. So, ich gehe dann wirklich her und mache hier schön die Jobs. Denn das bringt wirklich 150 Credits und 10 GP. XP, nix GP, XP. Das ist, wenn man so viel Horse Reality spielt, ne? Dann, ja. Und vor allen Dingen auch noch arbeiten war und dann halt eben abends das Ganze aufnimmt. Aber egal, ich mache das ja gerne. Ich habe mich da richtig drauf gefreut. Und ja, freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Dann hoffentlich schon mit neuen Fohlen. Schauen wir mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag, wann immer ihr das Video schaut. Noch einmal herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten, an meine treuen Abonnenten. Hab euch alle sehr, sehr lieb. Ich freue mich, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.